Ashley sonnte sich am Strand und beschloss, im Meer zu schwimmen. Als sie zu ihrem Liegestuhl zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihre Sachen gestohlen worden waren. Ashley rief die Sicherheitskräfte und sie fanden drei Verdächtige. Jeder der Verdächtigen beteuerte seine Unschuld. Wer ist schuldig? Erinnern Sie sich an die Fußabdrücke im Sand? Ashley war barfuß, also ist ein Abdrucksatz von ihr. Unter den Verdächtigen trägt nur ein Mann Flipflops. Er muss der Schuldige sein. Diese Dinge werden uns mindestens zweimal im Leben gegeben. Die ersten beiden Male sind immer kostenlos, aber wenn du es ein drittes Mal haben möchtest, musst du dafür bezahlen. Was ist es? Dies sind Zähne. Nun, dieser Test fordert sowohl Ihre Augen als auch Ihr logisches Denken heraus. Können Sie mir die Nummer des Parkplatzes nennen, auf dem das Auto parkt? Es ist eine Frage des Blickwinkels. Anstatt es von links nach rechts zu lesen, ändern Sie den Blickwinkel. Und Sie sehen die Zahlen 86, 88, 89 und 90. Deshalb ist die Nummer des Parkplatzes 87. Kelly steht auf einer Seite eines Flusses und ihre Katze ist irgendwie auf der anderen Seite gelandet. Kelly ruft ihre Katze, aber wie man weiß, sind diese Tiere nicht wirklich begeistert von Wasser und Schwimmen im Allgemeinen. Trotzdem überquerte die Katze sofort den Fluss, ohne nass zu werden, und es gab weder Boote noch Brücken. Wie? Der Fluss war zugefroren, also lief die Katze einfach auf dem Eis. Ed ging in ein skurriles Museum. Gerüchten zufolge verbergen einige der Gemälde echte Menschen und sogar Monster hinter den Rahmen. Schau dir diese Ausstellung an und finde heraus, von welchem Gemälde Ed sich fernhalten sollte. Das ist das Gemälde von Frankenstein. Er ist real, da er der Einzige ist, der seine Hände aus dem Bild herausstreckt. Die restlichen Monster sind nur Gemälde. Im Jahr 1890 war Jeremiah 15 Jahre alt. Seltsamerweise war er 1895 erst 10 Jahre alt. Wie ist das möglich? Die Sache ist, dass Jeremiah im Jahr 1905 vor Christus geboren wurde. Damals funktionierte der Kalender andersherum. Luke hatte einen sehr strengen Mathematiklehrer. Eines Tages, als er sich nicht vorbildlich verhielt, wurde der Lehrer wütend und sagte, er würde ihn in den Nachsitzraum schicken. Luke bat den Lehrer, dies nicht zu tun, und der Lehrer sagte, er würde es nicht tun, wenn Luke es schaffte, eine Gleichung zu beweisen. Die Gleichung war 8 plus 8, 4. Kannst du Luke helfen? Ich muss zugeben, der Lehrer hat ein bisschen geschummelt. Es geht nicht um Mathematik, sondern um Logik. 8 Uhr morgens plus 8 Stunden ergibt 16 Uhr. Luke, benimm dich besser. Paul hat Mary mehrfach eingeladen, aber sie lehnte seine Einladungen ab. Eines Tages sagte sie, sie würde zustimmen, mit Paul auszugehen, aber es sollte ein Ort sein, der 3 7 Huhn, 2 3 Katze und 2 4 Ziege ist. Wohin möchte Mary gehen? Es scheint, als wäre Mary noch nie in Chicago gewesen. Emily erzählte ihrem Mann Jay, dass sie ihre Freunde zum Abendessen zu ihnen nach Hause einladen wolle. Jay fragte, wie viele Freunde sie einladen würde. Emily sagte, dass alle bis auf 2 Brünetten sind.
alle bis auf zwei Rothaarige und alle bis auf zwei Blondinen. Also, wie viele Freunde möchte Emily einladen? Sie hätte einfach sagen können, dass sie drei Freunde einladen wollte, aber sie liebt Rätsel. Alles klar, dieses Video ging vor einiger Zeit im Internet viral. Falls Sie es verpasst haben, lassen Sie uns jetzt damit beginnen. Ich traf einen Mann auf der London Bridge. Er tippte seinen Hut und schrieb seinen Namen. In diesem Rätsel habe ich dir seinen Namen gesagt. Wie heißt er? Sein Name ist Andrew. Sie mussten nur die beiden Wörter aus einer der Zeilen des Rätsels kombinieren. Die Savanne stand in Flammen. Drei Löwen und drei Zebras flohen, um ihr Leben zu retten. Um dem Feuer zu entkommen, müssen sie einen Fluss überqueren, der von Krokodilen wimmelt. Es gab ein nahes Floß, das maximal zwei Tiere auf einmal tragen kann, und es muss mindestens ein Löwe oder ein Zebra an Bord sein. Außerdem dürfen die Löwen die Zebras auf keiner Seite des Flusses auch nur einen Moment lang in der Überzahl sein. Wie können alle sicher den Fluss überqueren? Zuerst sollten ein Löwe und ein Zebra den Fluss überqueren. Der Löwe bleibt am anderen Ufer und das Zebra kehrt zurück. Für die zweite Überfahrt nehmen die beiden Löwen das Floß, aber nur einer von ihnen bleibt auf der anderen Seite. Ein Löwe kehrt zurück. Als nächstes überqueren zwei Zebras den Fluss. Um das Floß zurückzuschicken, sollten ein Löwe und ein Zebra darauf sein. Nun sind ein Löwe und ein Zebra auf dem sicheren Ufer und zwei Zebras und zwei Löwen befinden sich auf dem brennenden Ufer. Für die nächste Überfahrt nehmen zwei Zebras das Floß. Jetzt sind alle Zebras in Sicherheit. Und der Löwe kann nacheinander seine Freunde holen. Herr Collins ist Mathematikprofessor. Er wollte es seinen Studenten einfacher machen, also schlug er eine Idee vor. Wer das von ihm gegebene Problem lösen kann, muss die Prüfung am Ende des Semesters nicht schreiben. Das Problem lautete: Wie kann die Zahl 5 die Hälfte von 4 sein? Können Sie es lösen? Nun, um das Problem zu lösen, müssen Sie römische Zahlen verwenden und nicht arabische, wie wir es normalerweise tun. In römischen Zahlen steht IV für 4 und V für 5. Es scheint, als ob 5 in dieser Logik tatsächlich die Hälfte von 4 ist. Diese ist ein wenig knifflig, also sei aufmerksam. Zuerst denke an die Farbe der Wolke. Dann denke an die Farbe des Schnees. Und schließlich denke an die Farbe eines hellen Vollmonds. Antworte jetzt schnell. Was trinken Kühe? Ja, es ist nicht wirklich ein Rätsel, sondern eher ein psychologischer Trick. Es ist Wasser, nicht Milch. Siehst du, du warst von Anfang an auf die Farbe Weiß fixiert. Und die Assoziation mit Kühen hat dich an Milch denken lassen. Wenn du stattdessen Wasser antwortest, herzlichen Glückwunsch. Dein Gehirn lässt sich nicht so leicht täuschen. Drei verschiedene Ärzte sagten, Michael sei ihr Bruder, aber Michael sagt, er habe keinen Bruder. Wer lügt? Eigentlich lügt niemand. Die drei Ärzte sind Michaels Schwestern. Amy und Parker spazierten im Wald, als sie eine alte Hütte entdeckten. Sie gingen hinein, aber die Tür, durch die sie gekommen waren, verschwand plötzlich. Stattdessen erschienen drei neue Türen. Hinter der ersten waren giftige Spinnen. Hinter der zweiten Tür flogen Pfeile in Kopfhöhe. Bei der dritten Tür lauerte ein Fall von 9 Metern Tiefe. Welche Tür führt in die Freiheit? Sie sollten die zweite Tür wählen. Sie müssen nicht laufen,
Sie können einfach unter den Pfeilen hindurchkriechen. Jennifer musste neulich ins Krankenhaus gehen. Beim Gehen durch den Flur bemerkte sie drei Ärzte. Einer von ihnen kam ihr verdächtig vor. Warum? Schau dir den Arzt auf der linken Seite an. Er hat die Augen und Zähne eines Wolfes und es gibt kein Abzeichen auf seiner Uniform. Ich würde mich nicht von einem Werwolf untersuchen lassen. Patrick traf gestern einen Fremden und wusste sofort, wer er war. Er hatte diese Person zuvor nicht gesehen und niemand hatte sie Patrick jemals beschrieben. Diese Person war kein Prominenter und tat nichts Ungewöhnliches. Wie konnte er wissen, wer er war? Der Mann war der Zwillingsbruder von Patricks Freund.